Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im letzten Video haben wir schon über die erste Folge The Bad Patch geredet. Und in der Folge haben sich zwei sehr interessante Fragen gestellt. Und zwar, wer ist Hunters Freund? Welche aber wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon beantwortet wurde, da das ganze Video ja sonntags online kommt. Aber die andere Frage wollen wir uns in diesem Video mal anschauen. Und zwar, was ist Omegas geheime Fähigkeit? Und ist sie vielleicht sogar machtsensitiv? Viel Spaß! Also kurz erstmal die Ausgangslage für die, die gar nicht verstehen, warum sich diese Frage überhaupt gestellt wird. Wir erfahren in der Pilotfolge von The Bad Patch, dass es insgesamt 5 defekte Klone gibt, die somit eine Veränderung des Erbgutes haben und deshalb besondere Fähigkeiten besitzen. Admiral Tarkin denkt, dass diese 5 defekten Klone nun mal die 5 des Bad Patches sind. Aber tatsächlich gehört Echo nicht zu den gendefekten Klonen, da er nur so besonders ist, da er viele verschiedene maschinelle Körperteile bekommen hat, wodurch er dann auch später seinen Hibido-Chip nicht funktioniert. Der 5. Klon ist also Omega. Wir wissen ja bereits von Bad Patch, dass alle besondere Fähigkeiten durch ihren Gendefekt haben. Crosshair ist extrem treffsicher, Hunter ein guter Spurensucher, Ragger sehr stark und Tech unglaublich schlau. Natürlich stellt sich dann die Frage, ob der Gendefekt bei Omega auch eine spezielle Fähigkeit verursacht hat. Und hier gibt es jetzt verschiedene Theorien. Offiziell wissen wir bisher, also zum Zeitpunkt der ersten Folge, da dieses Video donnerstags entsteht, noch nichts. Es könnte natürlich sein, dass Omegas einzig besondere Fähigkeit ihr Geschlecht ist, also dass das die komplette Auswirkung der Genmanipulation ist. Aber erstens sieht es nicht danach aus und dazu noch wäre Storytelling-technisch komplett sinnlos, einen Charakter einzuführen, der im Kampf dann später überhaupt nicht mithelfen könnte. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, was für besondere Kräfte sie haben könnte. Meine erste Theorie war, dass sie eine Art Sniper wie Crosshair ist. Das Ganze basiert darauf, dass sie einen wirklich mehr als präzisen Schuss auf Crosshair abfeuert und das, obwohl sie ihrer Aussage nach vorher noch nie einen Blaster in der Hand hatte. Im Trailer sehen wir ja auch, dass sie im Laufe der Serie noch einen Bogen bekommt, den man auch vielleicht als eine Art Scharfschützenwaffe betrachten kann. Also nach meiner ersten Theorie wäre Crosshair dann am Ende der Serie gestorben und Omega wäre der neue Sniper im Team geworden. Aber nachdem ich noch mal ein bisschen darüber nachgedacht habe und mich mal auf YouTube umgeschaut habe, scheint eine andere Theorie viel logischer. Omega ist machtsensitiv. Das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen erstmal ein bisschen weird an, aber das Ganze basiert auf vielen verschiedenen Punkten. Zum Beispiel bemerkt sie noch, bevor Crosshair den Raum betritt, seine Anwesenheit, was ja eine typische Jedi-Fähigkeit ist, die wir immer wieder sehen. Dazu schießt sie unglaublich gut und präzise mit dem Blaster, was ja eine Fähigkeit ist, die auch durch die Macht ausgelöst werden kann. Das beste Beispiel ist der Luke, der sich in Episode 4 beim entscheidenden Schuss auf die Macht anstatt die Zielhilfe verlässt und so dann ja auch schafft, den Todesstern zu zerstören. Genauso könnte es hier auch gewesen sein, dass sie unter Druck steht und ihre Freunde beschützen möchte, also benutzt sie unbewusst die Macht und trifft. Ein weiterer Beweis könnte sein, dass die Kaminoanerin versucht, sie zu beschützen. Das Ganze ist insofern wichtig, da die Möglichkeit besteht, dass Omega eine Art Privatprojekt von Lama Su sein könnte, indem sie versucht, machtfähige Klone herzustellen. Vielleicht auch mit einem Jedi als Erbgutspender. So könnte es natürlich auch sein, dass ihr Geschlecht gar kein Defekt ist, sondern der Jedi, von dem ihre Stammzellen stammen, einfach weiblich war. Deshalb versucht Lama Su sie dann auch zu beschützen und öffnet die Hangartore, sodass sie flüchten können, um ihr wichtigstes Projekt nicht zu verlieren. Über die ganze Folge fällt schon auf, dass Lama Su versucht, Omega immer sehr nah bei sich zu behalten. Und das könnte der Grund sein. Eine andere Möglichkeit für ihre besonderen Fähigkeiten wäre noch, dass sie extrem schnell lernen kann. Was sich jetzt erstmal ziemlich langweilig anhört, aber die Idee dahinter ist, dass sie ziemlich ähnliche Fähigkeiten wie der Taskmaster aus dem Marvel-Universum hat. Sie sieht beispielsweise am Ende von der ersten Folge, wie Tag in den Hyperraum geht und diese Erinnerung wurde jetzt gespeichert und in Folge 2, 3 oder 4 macht sie die dann aus dem Muskelgedächtnis nach. Genauso könnte es auch mit dem Schuss aus Episode 1 aussehen, den sie vorher bei Hunter, Ragger oder Tag gesehen haben könnte. Das hört sich vielleicht jetzt erstmal nach den langweiligsten Theorien, aber wie ich finde, wäre das eine wirklich coole Fähigkeit und wenn man sich den Taskmaster mal anschaut, merkt man auch, wie stark das sein kann. Nochmal ein kurzer Einschub, nachdem ich mir die zweite Folge angeschaut habe. Eigentlich haben wir nicht viel mehr über Omega erfahren, außer dass einem immer wieder auffällt, dass Omega alles, was das Bad Patch macht, sehr aufmerksam beobachtet, was vielleicht eine Art Anzeichen sein könnte, dass sie doch eine Taskmaster-Fähigkeit hat.
Es existieren aber noch extrem viele andere Theorien auf YouTube, Instagram und Co. Aber in dem Video wollte ich euch einfach mal einen kleinen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten verschaffen. Ich hoffe aber natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir das doch gerne mit einem Like oder einem Abo und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von Omega und ihrer potenziellen Fähigkeit haltet. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.